Welcome back, meine lieben Freunde, zu Kirby's Adventure Wii. Und ich nehme auf jeden Fall den Schirm. Mit der Peitsche komme ich nicht wirklich klar. Zum dritten Mal, oder zum vierten Mal sogar schon, der Sphärenspuk. Der mir schon Probleme machen sollte. Oder will. Weg. Na komm, schießt so von mir. Du Stinker. Nein, meine Fähigkeit. Du kleiner Sack. Gib mir was zum Spucken. Flieg hier nicht rum wie so ein Idiot, sondern gib mir was zum Spucken. Und tschüss, Mann. Das muss jetzt sein. So, auch alle Zahnräder in Stage 2.2 gefunden. Wie zu erwarten. Tomate mitnehmen. Und wieder raus. Yay! Zwar auch fähigkeitslos, aber das soll mich nicht weiter stören. Die Stage ist sowieso beendet, von daher egal. Spring! Hoch mit dir, Kleiner. Jawohl. Bist du nicht süß? Supi, ich freue mich ein Keks. Yay. 4 Zahnräder. Alle geschafft. Die 20 Zauberzahnräder, die du gesammelt hast, haben die Tür zu Testraum 1 geöffnet. Ja, kann man sich im Klartext da drin eine der ersten 5 Fähigkeiten besorgen. Testen? Naja, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Kann man, da gibt es so einen Crash-Test-Dummy, sag ich mal. Ah, das ist die geile Musik. Die andere, also eine der 5 geilen Soundtracks von Kirby, die ich bisher gehört habe. Oh, die ist so cool. Jetzt habe ich keine Fähigkeit, jetzt komme ich doch nicht dran. Ah, Mist, ich wollte den Schirm haben. Da, gut, der Stein tut's auch. Und jetzt. Ja, super. Schwinde! Dann nehme ich den. Mehr. Ach, das ist alles nur für eine Kirsche und ein paar Sterne? Na gut. Halb so schlimm. Na, da geht's aber lang. Wir bekommen 30 Sternchen. Besser als gar nichts. Puh, puh, puh. Da hoch. Sieht auch freundlicher aus. Und jetzt hier hoch. Tilletete. Das war schnell. Buhu, verschwinde. Ein kirbianischer Buhu. Was rot ist und was blau ist an Sternen, nehme ich auf jeden Fall immer mit, wenn ich sehe und rankomme. Bei den gelben nicht immer. Und da war der Sound mal wieder weg. Ah, leck mich. Einen tollen Tornado. Den wollte ich aber gar nicht. Okay, da wäre ich aber auch mit dem Beam dran gekommen. Problemlos. Den Tornado zu lenken ist mehr als schwierig. Aber sehr schwer. Weil ich die Möglichkeit habe, muss ich mir was anderes. Ah, ein Sprung. Ein Sprungmännchen. Juhu.
Ja, durch die Mitte. Ein Zahnrädchen hat sich da verkrümelt. Und dann geht's dann noch weiter nach oben. Zwar nichts Besonderes drin, aber egal. Boomerang. Die Tomatenbox hier können wir mitnehmen. Wenn wir sie wegschmeißen, öffnet sie sich und legt eine Tomate frei. Ja, wenn ich nicht dumme Scheiße baue, vorher schon. Und was sollte das? Den werde ich aber schlucken müssen. Weil wir den gleich brauchen. Habe ich sowieso lieber als den Boomerang. Donkey Kong Fässer. Cool. Ein bisschen Reis mit Fleisch oder was das gerade war, eingesammelt. Hier gibt es nämlich ein... Ich wollte gerade sagen, Puzzleteil. Donkey Kong Country Returns ist wie Kirby. Schlimm. Nummer 3. Boah. Schieße ich natürlich darüber, wo am meisten Punkte zu holen sind. Da geht's jetzt nach oben. Nummer 4. Jetzt in die Mitte. An der Seite ist nichts mehr. Nur noch irgendwas zum Essen oder so. Dann fliege ich da halt durch. Kann ja wohl nicht so schwer sein. Oder doch. Scheiße. Wie fies. Aber ich kriege ein paar Pommes zum Aufheilen. Ah, hast du wohl so gedacht, du erwischt mich, ne? Stage Ende. Stage Clear. 19 Leben und 19 Sternchen. Bisher, also jetzt gerade noch. Ja, jetzt sind es 49. Ach nee, ich denke mal, wenn man da oben ist, bekommt man ein Level Up dazu. Ein One-Up. Stage 4. Wir sind schon fast wieder beim Boss der zweiten Stage. Der zweiten Welt. Oh, 5 Zahnräder. Jetzt heißt es, sich gut umzuschauen. Wir haben einen Schlüssel gefunden und die ganzen Viecher werden böse. Oh, findet ihr das nett? Kriegt mich aber nicht, keine Sorge. Und jetzt sind sie wieder normal. Ey, du da unten. Meinst du, lass das durchgehen, dass du mich einfach so angreifen wolltest hier? Oh, ein Poppy Brother. Den nehme ich mir mit. Bomben, yeah! Meine Lieblingsfähigkeit bei Kirby's Fun Pack übrigens. Hier ist aber auch nicht schlecht. Ist immer cool. Immer cool. Immer geil. Eine Bombenstimmung wie ein Silvester hier. Yeah. Renn, mein kleiner, renn. Ein paar Rüben an dem Korbe, ey. Auf, Kirby. Nein! Die will ich nicht verlieren, auf keinen Fall. Boom. Burb. Ach ja, die Nummer. Okay. Lauf! Jawohl. Zahnrad Nummer 1. Spring nicht zu hoch, mein rosa Freund. Oh, es wird düster. Ein wenig Licht können wir uns mit den Bomben machen. Oder jetzt hier mit der Kerze. Man sieht alles eigentlich relativ gut. Hier kann man sich rausducken. Da kriegt man noch was zum Futtern. Falls man es so nötig hat.
paar Sternchen. Da oben auch noch ein paar Sternchen. Ein Zahnrad dort drüben. Ist aber erst auf der anderen Seite, wenn man da hochgeht. Und ein Hamburger, auf den ich auch mal wieder Bock habe. Dich brauche ich noch. Komm mal mit. Bum, 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 bum. Und jetzt ist einfach der Dort weg. Also die Kerze abgebrannt. Gibt es hier eine Wasserfähigkeit? Warum hier das Feuer so brennt? Nö, ich bleib bei den Bomben. Ah ja. Dafür bist du da, ne? Ach, komm her, ich brauch dich mehr. Damit kann man nämlich das Wasser löschen. Wasser löschen, was rede ich denn? Das Feuer löschen. Klar, ne? Ebenso wie mit der Eisfähigkeit. Mit der Eisfähigkeit kann man sogar über Feuer laufen. Und dann wird das Feuer halt, ja, kaputt. Also, es wird zu Eis. Es kühlt ab. Und dann, ja, kommt man da weiter. Ach, nicht so eine Welle, Kirby, ehrlich. Und es fehlen drei Zahnräder, was mich einen Moment vielleicht ein bisschen beunruhigen sollte. Oder auch nicht. Oh, ich habe dich nicht gesehen. Eine unschöne Runde. Ein unschöner Abschnitt. Ach, jetzt werden wir erstmal unsichtbar. Kommen an allem und jedem vorbei, auch an dieser Wand hier. Geh doch jetzt da hoch, Kirby. Und man kommt in die Tür, wo man ein neues Zahnrad bekommt. Wieder meine geile Musik spielt. Im richtigen Moment ist der Kristall kaputt gegangen. Wir können wieder eine andere Fähigkeit wählen, und zwar, ja, Link. Die Link-Fähigkeit, yay. So, springe ich da runter? Eine super Fähigkeit erscheint. Die werde ich mir aber erst im nächsten Part holen von Kirby's Adventure Wii. Bis dann.